Gucken wir uns von Rohat das neue Video an. Playboy. Ich hab dem Uber-Fahrer einfach meinen YouTube-Kanal gezeigt, der guckt sich auch nicht an. Dein Lieblings-Sushi-Laden, sag mal. Nein, nein, das ist schon Sushi-Laden, aber das Rewe-Sushi ist krass, Mann. Die haben so eine Ecke, da machen die Sushi und dann ist so eingepackt. Ist schon krass. Du hast jetzt entschieden, so, und deine Bewertung zufolge Rewe am krassesten? Nein, nicht am krassesten, aber das ist so das Erste, was mir einfällt. Sushi. Sag Rewe-to-go-Sushi am besten. In Köln gibt es auch einen krassen Sushi-Laden, aber ich hab vergessen. Rewe-Sushi schmeckt eigentlich wirklich ganz gut, Digga. Ja, es ist zum ersten Mal in meinem Leben Sushi. Also Empfehlung von Festen und danach Rewe. Ich habe einmal bei Rewe gegessen, ein Kollege hat mir empfohlen. Sushi mit Wasabi bodenlos. Normal, diese, wie ist es, Crunchy Kit? Crunchy Set war ihm klar, aber dieses Wasabi Kit war bodenlos. Der Mann. Also ich habe mich auch immer gegen Sushi gewehrt, so. Aber ich muss sagen, Sushi kann schon geil sein, Digga. Schön mit Lachs, Gurke, Reis, schon ganz geil. Und dann noch so in Wasabi eintunken oder allgemein Dips, kann schon ganz geil kommen. Sagt, er kann nicht so viel von Sushi essen, das ist so Quatsch. Wir waren hier mit so einer Rookie-Truppe, sowas gibt's gar nicht. Die eine nimmt Frühlingsrollen, die andere nimmt ein Avocado-Maki. Der Mann hier ist nach zwei Sushi satt. Was für zwei, Digga? Da waren am Ende nur noch zwei übrig. Wer hat mich geschlagen, sehr ehrlich? Digga, du mit deinem Rewe-Sushi brauchst gar nicht reden. Ja, sagst ey, ich schwöre, ich hole das jetzt. Und wenn ich danach sage, schmeckt scheiße, ich schwöre, ich keine Ahnung, was ich mache. Aber schmeckt nicht Digga, scheiße. Digga, du musst darüber und dein Sushi essen, sag ich dir ehrlich. Check mal den Jigo ab. I've been feeling trying. Walk, 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 walk. I've been really trying. Willst du ihn daten? Ja, nein. Von oben bis unten. Check mal den Jigo ab. Und die Beine breit. Ja, schaffst du das? Scheiße. Miau, miau, miau. Sydney ist auch so ein sympathisches Kerlchen. Der mag den so gerne. Die Frage, die ich mir aber die ganze Zeit stelle, ist: Wo bleibt mein Fressen? Miau, 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 miau. Was ist das? Von Nicoletta hat einfach ein Bild von Eldin gesehen. Und was hast du geschätzt? Und der ist ein Hübscher, ne? Und Eldin ist ein Hübscher. Voll. Extrem. Das Waldorf? Das ist die Maschine. War das die Wohnung eben von Sydney? Ist die einfach barfuß unterwegs? Die Frage, die ich mir auch stelle, Digga, warum muss ich in Schenefeld am Automaten eine Maske tragen, Digga, und sowas ist erlaubt? Wieso darf ich nicht in Ruhe meinen 20-Euro-Spins machen, Digga, bei 11 Euros, ohne Maske, Digga? Ist 2G plus, ist im Casino auch. €400 StockX oder was? Bro, die haben schon Resale geholt, Mann. Digga, die Resale, aber die gab es wahrscheinlich damals für 2 Euro bei Kick, ich weiß ja. Die Kenner ist angekommen. Prognose, wie dein Döner schmecken wird? Ich glaube, dass er okay schmecken wird. Wird gut sein, aber nicht 10 von 10, 9 von 10, wie alle sagen. Mit deiner Tomatensauce in dem Döner drin, wäre besser? Ich sage euch sogar ehrlich, ich mache die Tomatensauce. Oh, was? Ich koche zwei Mal oder so. Hey, wie lange bleibst du eigentlich da? Den finde ich richtig lustig, den Typen, Digga. Elfter. Nee, bis zum 10. Nee, bis zum 10. Auf 5 Tage. Einfach im Club gelandet. Flaggschiff-Modell. Flaggschiff-Modell und seins ist? Seins ist Mittelklasse. Also es kostet 300 oder so. Ach so, so also ist das. Ja, ja. So ist das also. Was ist bei Apple die Mittelklasse? Gibt's nicht. Also, ja, das iPhone 13 wäre so. Das ist mein Hund. Nee, aber du hast ja das Pro, das ja. High-End. Das ist wieder Fraktschiff. Genau, Fraktschiff. Okay. Der Mann will wirklich einziehen, ne? Guck mal, stellt euch vor, Mann. Irgendwie Sydney will kochen oder irgendwas machen. Guckt ihr das an. Digga, Tabasco, Butter, Ketchup, Mayo, aber auch diese McDonald's-Ketchup-Mayo. Da denke ich mal so eine Packung. Digga, das ist das Einzige. Heller Gewürzketchup, Bruder. Sagt alles über die Person aus. Ganz sympathisch. Was er hat. Wo er Schnittloch her hat, weiß ich auch nicht. Meine Tomatensauce ist sehr. Aber das ist sehr, sehr wichtig in einem Haushalt. Natürlich. Wir wollten nur Basketball spielen, Bro. Just see.
Kopf, du Spieß! Die Jungs sagen so. Auf entspannt. Auf entspannt spielt er Karten an seinem Handy. Der Mann guckt wieder nur auf seinen Schein, Alter. Guck mal, da und da. Das ist doch krass. Barber Angebot, 29,99. Oh, mit seine AOK-Karte, Alter. Guckt euch mal dieses Bild an. Wayo. Alter, Hip-Hopper. Jetzt geh ich wirklich in den Laden rein. Guck mal, wie schon aussieht, Alter. Oben drüber ist Wohnung direkt, ich höre. Aber das Krasse ist, wir sind jetzt halbe Stunde warten, bis wir. Ja, das ist das Problem. Wir sollen Dart spielen und ein bisschen Auto fahren unten. Mann, Alter. Hey, komm mal jetzt rein. Okay, let's go. Guck's, als würdest du richtig ernst meinen. Also solche Orte können schon ganz cool sein, Digga. So Bowling, Air-Hockey und sowas. Ist schon ganz geil. Mach den jetzt alle den. Sowas ist schon mal schon richtig nice, Digga. Ich schwör's dir, da bin ich so weg auf einmal. Ja, ich bin genau hinter dir. Hätte ich jetzt eine rote Elche. Yes, baby! Da bin ich doch wieder. Wieder zeigt sie bisher viel mehr Leistung. Wo ist der? Ist er heute hinter mir? Alles. Ja, 17. 18. Yes, baby! Ich schwör's dir. Oh. Yes, baby! So, Bohlen und ich, keine gute Kombi, bodenlos. Ich glaube, ich habe 50 Punkte gemacht insgesamt. Aber ich hatte am Ende trotzdem mehr Punkte als Sydney. Bist du? Du, was hast du? Du. Wer? Das ist das Bodenlöste, was ich je gesehen habe. Jetzt schließt sich auch der Boden heute, ne? Guck ihn dir an, er hat Spaß seines Lebens. Ich bekomme meine Penne mit Rinderfiletspitzen. Und ich liebe es. Digga, der Typ ist besessen von diesem Scheiß. Ich war Hunger, ich freue mich so darauf. Wo bleibt mein Fressen, Digga? Wir haben heute nur diesen Döner gegessen. Das ist mein Lieblingsessen. Essen ist da. Bin zufrieden. Können wir erstmal ein Bild machen, bevor wir alle mal essen? Easy, natürlich. Ich schwöre dir, ich schaff die Hälfte mindestens. Du hast gestern 6 Frühlingsfrauen gegessen. Yes, baby! Yes, baby! Yes, baby! Yes, baby. Nö, kriegst du nicht ab. Sagt sie, sie schafft die Hälfte. Das ist fast die Hälfte. Was? Ich glaube, wenn du den Pilz wegtust, das ist die Hälfte. Ja, das ist kein Pilz. Das ist Rind. Das ist doof. Was soll denn das für ein Pilz sein, Alter? Wie, das ist ein Pilz die ganze Zeit. Hast du da keinen Pilz dabei? Dachtest du, das sind Pilze die ganze Zeit? Die Jungs sind schon am Schlaf. Da wahrscheinlich. Da liegt ein Brie. Das ist so bodenlos, Digga. Deswegen werde ich mir immer Einzelhotel nehmen. Immer. Wo bleibt mein Scheißfressen, Digga? Nichts in sich. Ja, es war auch das letzte Mal, dass ich am Bestellen. Sag ich so, es ist hart auf hart.